wär mal dann bei einem neuen Mats Play Storyline. Los, der ich überrasche, was da noch könnt. Und das ganz geht erst präsentiert von aats.lu, All About Computer Solutions, alles was man Internet Hosting an Computer und Film hat. Also, Base hatte man, da ziehe ich schon viel drum, ob es gut ist. Wir machen eine Storyline, wie erwähnt. Was soll man hüllen? Da tun wir ja schon. Da tun wir ja noch nicht. Wie da tut denn? Ich wollte sowieso schwarz. Ich wollte schließlich mal spannen. Bis zum Dritt. Jo, das war ich aber noch nicht fest. Was soll ich mal? Soll ich mal... Ah, ist das wieder tot hüllen? Der Schluck aus gerade gesponsert gehen von Homer J. Simpson. Freischaut. Ja, auch den kann ich holen. Ne. Doof, hier holt er ja mein Kopfgeldjäger. Homer schon. Cyborg, nee. Die Medi. Weiblich auf jeden Fall. Ja, ich guck mal, ob ich hier irgendwie kann. Bis cooles mit der Maske machen. Das sind gerade so gay ausgesagt. Nee, komm. Zurück. Da hat noch deshalb auch können wir einfach im Mensch. Punkt. Sieh mal eben, du haben wie immer üblich als Muster. Drafferfall. Dann such. Ja, weil für die Nummer Schulen. Ah ja, die Botschafter. wie du schon festgestellt hast. Ja, nee, Schulen. Das tote Pass nämlich zu dem Nummer, wo ich noch holen werde. Dann gehen wir mal ran. Dann machen wir den Tipp. Dip. Ich hoffe, dass ich das ganz genau treffe, dass ich schon mir rund sieht. Jo. Also, ich muss mal ein Bild herausschicken. Hat doch viel Rücken zu machen, mehr. Ja, sorry. Dead my lad. Ich gucken, dann. Was tun wir hier? Up. Genau. Also. Kitan passen plus minus. Narben hat die Personage kein. Tang. Ja, das könnte ungefähr so hinkommen. Kosmetik aus 2 und 3. Ich hoffe, dass ich lo relativ gut hinkriegen. Oh Mann. Komm schon, einfach Bildung Dinge. Ja, das passt so, das an der Reihe. Kopfform passt. Den Tank. Ne, Tankcode hat mich schon okay. Auch ganz weiß. Oh, bitte, ich gebe am liebsten die weiß von mir. Hat wird eh dann mehr gering. Ah. Ja, ah, ich würde kriegen an, aber nicht anschaust würde das Blo an. Nee, wir bleiben bei den Gring an, weil ich mich auch den Gring erkenne. Kosmetiker sind der Reihe, Tor. Da geht es wahrscheinlich am schwierigsten, Tor zu finden. Plus minus 4 habt ihr heute. Ich bedinge mich um ein anderes Videospiel.
Ich brauche Langrohr, 4 Langrohrhörner. Eventuell auch so ein Schieren. Ich hatte das ist wahrscheinlich auch die neue Friseur. Ah, fuck! Ja, wenn ich meine Friseur nicht kann kriegen, dann hol ich Standardmodell. Dann nicht mal lädt. Dann nicht mal wirklich lädt. Ich hätte ja schon noch gern. Wirklich die richtige Stänge gehen. Dann holen wir mal den Tag, ich habe schon einen anderen Friseur für. Haarfarbe, das ist definitiv echt so blond braun wie der Toten. Und Tang ist auch relativ hell. Gut, dann machen wir Totelo und dann Matt Harris. Kopf, gefällt mir kein Meter. Ja, schon besser. Also, Matt Harris. Aber wir können das mal hier können kreieren. Dann holen wir auch die dort nach. Dann können wir gerade gut erinnern. Komm, ich mal einfach Schluss tun. Weiß. Weil da kommen wir gerade gut rein. Ich weiß, ich sehe den Nachschlag. Denk dir, ich erdlo einfach. Schließt du nicht gegen uns dran. Ich weiß nicht, ob ich das Blin mal kriege. Komm mal die Tote. Jo, und dann gebe ich so ein... Fangen wir an, dann haben wir noch kostbar Zeit verloren. Kannst du sich nüttern. Also, bis wir da sind, Pause nicht. Dann sehen wir euch dann. Und hi, sind wir. Also, nahtlos Gas weitergegangen. Aris aus, den du eventuell vielleicht kennst, aus meinem Lieblingsspiel, aus dem besten Spiel, was es jemals gibt, aus meiner Meinung nach Final Fantasy 7. Aris aus eng Heilerin. Hat denk ja lang genug erklärt, cool. Kann irgendwann von jemand das Auto gut aktivieren. Ja, warte mal, mal just Storyline. Das heißt, dir gesagt, just Questen, wo zu Story gehören. Ich so nicht ehrlich. Für mich, ich meine, relativ viel. Für mich kann das relativ langweilig gehen, weil ich Story schon auswendig kenne, weil das mein. Dritte, wo ich machen, mein Echten hatte ich einfach schon erbracht, weil feiertisch erlobt. Ich habe eure Fähre gehört. Ich bin Meister Sio Bakarn vom Rat der Jedi. Willkommen auf Typhon. Dies ist die uralte Heimat des Ordens, wo die Jedi entstanden sind und unsere begabtesten Padawane ihre Ausbildung beenden. Ich bin überrascht, dass jemand vom Jedi-Rat mich in Empfang nimmt. Ich wollte die Schülerin sehen, von der alle reden. Eure Lehrer berichten, dass ihr schon als Kind eine äußerst starke Verbindung zur Macht hattet. So etwas haben wir lange nicht gesehen. Leider ist eure neue Meisterin noch nicht hier. Yuan ließ ihre Ausgrabung zurück und kommt nach Typhon, um euch auszubilden. Ausgrabung, jupp. Ist Meisterin Yuan Archäologin? Sozusagen. Vergesst als ihr Padawan niemals eure Grundausbildung oder den Jedi-Kodex. Es gibt keine Gefühle, nur Frieden. Es gibt keine Unwissenheit, nur Wissen. Es gibt keine Leidenschaft, nur Gelassenheit. Es gibt kein Chaos, nur Harmonie. Es gibt keinen Tod,
nur die Macht. Das ist Yuan. Da seid ihr ja endlich. Du bist also eingetroffen, mein Padawan. Leider ist keine Zeit für eine Begrüßung. Die erste Krise steht bereits bevor. Oh, warte, den Geschwafel mir aus Satmir. Da gehe ich gerne. Ich bin bereit und da... ja, ich bin bereit. Zu euren Diensten, Meisterin. Tython ist eine Schatzkammer voll alter Jedi-Relikte. Kürzlich entdeckten unsere Forscher mehrere Leer-Hologramme, doch sie wurden nicht vollständig untersucht. Die Hologramme stammen vielleicht von den Gründern des Jedi-Ordens. Sie sind schlichtweg unersetzlich. Aber eine Gruppe Fleischräuber macht seit neuestem das Gebiet unsicher. Die kostbaren Hologramme sind in Gefahr. Also, ich kenne erst schon Lofaroden, wenn es fertig geht, weil ich im Schrank ja fertig gemacht habe. Wie gesagt, Johann spielt eine ganz wichtige Rolle an der Geschichte mit Meisterin an den Tipp, wo als Moje gesagt hat. Warum ja schnell das Brech ist, sorry, Leute, zu gucken. Vielleicht können wir sie Hologramme schützen? Jemand muss an den Fleischräubern vorbei und die Hologrammprojektoren bergen. Das soll die erste Aufgabe deiner Ausbildung sein. Nein, Yuan setzt keinen Padawan den Fleischräubern aus. Auch nicht für wertvolle Artefakte. Einen Padawan, der mit 4 Jahren schon mehr Macht in sich trug als ich mit 15. Gute Schüler brauchen Herausforderungen. Lauschen, ob den Depto, den Trottel des Todes, ich verstehe das. Dass ihr meine Fähigkeiten mit dem nötigen Respekt bedenkt. Stolz ist keine Jedi-Tugend, Padawan. Überheblichkeit auch nicht. Die Hologramme sind in den Nards. Sei vorsichtig. Das Gebiet hat so seine Tücken. Wenn es Probleme gibt, ruf mich mit diesem Holokommunikator. Wenn du die Hologramme hast, triff mich beim Jedi-Tempel. Wir haben viel zu besprechen. Ja. Also, wie gesagt, schon... den mein Kartell-Cast gelauscht hat, weiß er schon, ob Max-Level mit einem Sinn. Ich fand es wirklich interessant. Jo. Wo gesehen wir aus der Lorem? Ich bin jetzt in der Toten. Und da gesehen wir uns dann da rundherum, wo die Gant anzufuscht da rundherum dann alles absammeln. Dann gebe ich so und dann wird dann auch verschwunden. Und da vielleicht sogar eine kleine Überraschung. Jo, ich werde mal darum. Da geht weiter. Wie ihr gesehen habt, mein Menschen sich besser verändert. Aris, den Final Fantasy kennt, weiß, dass das ein helle Personage ist. Das heißt, ein helle Personage, ein guter Personage. Und du wings, tun ich mal ein bisschen überlöst. Kostet ein bisschen. Ja, ein bisschen Geld kostet mehr. Ich meine nicht einfach, ich weiß nicht, was ich meine. Ich setze Fachmodul an. Und wenn dann an. BAM! Sieht da aus schon ein bisschen mehr hell. Sieht ja aber kack aus. Was kann ich da machen? Geht einfach über Charakter. Und dann mal da Farbangleichung. Bam! Oder alles. Ich gucke noch ein weiß-weiß von den kann ich ja da reinweisen. Dort könnt relativ nur drin, was ich gern hat. Weiß-weiß ist wirklich extrem. Extrem, aber gesagt, geil aus. Geil. Ja, war die. Ich mir nicht keine Leiste. Da ich kann man Leiste mehr. Die alte Frau hat mir schon weil 500.000 Credits kostet. Oh, ist aber geil. Viel hat man den Charakter gemacht. Das ist mein x-te Charakter und ich ist schon Geld. Vertraut mal. Ist schon Geld. Ja, ich soll sie kommen. Ja. Ja. Und dann muss ich auch Bar neu gemacht, wieder gesehen. Und dann lass mal auch mal, was du dran aus. Schon selbst unnötig. Aktivierungsprotokoll gestartet. Nach dieser langen Stille kommt endlich doch noch jemand. Ich bin Garon Chad. Vor Jahrtausenden war ich einer der Gründer des Jedi-Ordens. Für ein Hologramm seid ihr erstaunlich wortgewandt. Wir brauchten ein würdiges Gefäß für unser Wissen. Als der Jedi-Orden seinen Anfang nahm, erkannte ich, dass wir uns den Frieden verschreiben mussten. Wir mussten unsere Emotionen beschwichtigen und den Krieg in der Galaxis beenden.
Wenn wir kämpften, dann nur um uns zu verteidigen. Das ist das Grundprinzip der Zivilisation. Zivilisiert zu sein bedeutet auch, die Schwächeren zu beschützen. In der Tat. Aber dann müssen wir uns der Spuren bewusst sein, die unser Handeln in der Geschichte und in uns selbst hinterlässt. Die Jedi mögen sich verändert haben, aber der galaktische Frieden ist nach wie vor eines unserer Ziele. Aktivierungsprotokoll beendet. Viel Erfolg. Hab ich los? Ja, interessant. Also. Und dann geht weiter. Also wie gesagt, das schon ein bisschen schon hat mein Licht verändert. Dem ich ein Video kennt, gesagt, du fehlt etwas. Das ganz einfach. Du kannst ein zweites Licht hin. Und du könnt dann viel zu heilen dran. Eris als ein Holy Charakter sing habt Substanz an den Final Fantasy 7 war Holy. Und das Management Team Holy. Heilig. Heilen. Gehen wir mal weiter. Aktivierungsprotokoll gestartet. Ah, es ist noch jemand gekommen, um zuzuhören. Als der Jedi-Orden gegründet wurde, war ich es, Carla Brinn, die sagte, dass wir uns der Gerechtigkeit verschreiben sollten. Wahre Gerechtigkeit kann nicht durch Emotionen entstehen. Wir Jedi können unsere Begierden ignorieren und ohne Angst oder Wohlwollen nach der Wahrheit suchen. Wenn man keine Barmherzigkeit spüren kann, leidet die Gerechtigkeit. Mitleid mit dem Opfer oder Wut auf den Verbrecher kann uns blenden. Um klar sehen zu können, müssen solche Gefühle ignoriert werden. Das hat uns gut gedient. Wir Jedi sind bekannt für unsere Objektivität, unsere Ehrlichkeit. Jetzt liegt es an euch, diesen Ruf zu wahren. Aktivierungsprotokoll beendet. Geht weiter. Ich hoffe, die Storyline gefällt dir, aber bis lohnt nach hier hin. Das wie ein... Das ist wie Tieti sind. Jeti, ja. Jeti. Jedi. Entschuldigt vielmals. Das ist wie sie sind. Tieti. Holt mich noch nicht beim Wurzfanschgift. Das muss ich schlagen. Ja, mein du hast es nie, ich muss ja doch flohen. Ja, Jedi. Jedi. Ja. Ja. Dann kommen wir dann den nächsten heute holen. Protokoll gestartet. Ein neuer Jedi, der gekommen ist, um zu lernen? Ausgezeichnet. Ich bin Ters Sendon, Bewahrer der Geschichte, ein Gründer und Geschichtsschreiber des Jedi-Ordens. Ich sah, wie wir zu Wissens- und Geheimnishütern wurden. Wir Jedi würden die Weisheit der Galaxis bewahren. Solches Wissen zu sammeln klingt nach einem großen Abenteuer. Ich besuchte mehr Welten als jeder andere Gründer. Ich sah, hörte, träumte. Jedi kämpfen gegen Ignoranz, um andere Kulturen zu verstehen und dieses Wissen anderen zu bringen. Vergesst das auf eurem Wegen niemals. Aktivierungsprotokoll beendet. Jo. Und dann... Könnte mein Aris noch ob der löschten? Wie das soll löscht. Wenn das mitkommt, du könnt da dann ein Wissensobjekt holen. Ein Plakat könnt ihr du holen. Ja. Wir wollen da hin. Na komm doch. Der eingeschüßte Story weiß.
Stricken auch noch extra King Pause, weil das heute nämlich. Ah, da kann ich ja unheimlich auch noch Plakat, was mit der Jas. Ja. Ja. Also, was ist mit der Jas? Da wenigstens hier wird mich nicht viel können überraschen, weil ich sie schon kennen, außer hier hin. Yo, oh ne, level up! Ja. Mal den Menge. Die anderen Videos schon alle gesehen hat, werde ich immer stark hoffen. Du brauchst verschiedene Sachen, um mich zu erklären, da wissen das. Wenn nicht, dann lehnt euch und Herz, guckt zu. Und dann sieht er, wer da verpasst hat. Gut einschaut. Ja. Und ja, ich finde ihn nicht, du guckst aus aller Schuld, gebe ich so. Nicht? Wie war's? Meisterin Yuan, ich bin auf ein Problem gestoßen. Einer der Holoprojektoren wurde offensichtlich gestohlen. Gestohlen? Aber die Fleischräuber stehlen nicht, sie zerstören nur. Ich kümmere mich darum. Wenn du die anderen Hologramme hast, such mich im Jedi-Tempel auf. Ich schicke dir die Wegbeschreibung. Und bitte, Padawan, sei vorsichtig. Ja. Jo, also, und wo muss ich mir da lo hin? Warte, mal die Quest abschalten, hier so gemacht. Jedi, wir müssen dahin beim Tempel. Und das, wo man so als nächstes gesehen. Dann, ich gebe also, heißt immer darum, wir sind mal am Tempel angekommen. Warte, so, wieder. Und da eine Gleiter ist natürlich ab, gehen wir ran. Ganz 400 Quest. Ugerhol. Dann bewegen wir diese kleine faule Herrsch mal hier rup. Dann ganz viel Schwell mal sehen heute, nicht kannst du nicht. Slick. Dann gehen wir bei Eisen Ministertrainer. Was? Ministertrainer? Meistertrainer. Storyline geht Klassenquest. So, gewinn der Strun. Dann heißen. Aber hin. Von euch weiter nach Erläuterung zu stellen. Sehen wir mal so gut, level up. Yep. Ein Jedi sollte immer Fünne. Seite. Ganz einfach. Vielleicht relativ schnell level up kreieren. Oder level up. Was ganz einfach erklärt. Schon bei das Vegans, da wings mancher doch. Da ist relativ schnell 4 kommen an. Schon mal da ein Bonus geholt. Nicht fair? Ja, aber so. Ganz einfach. Ja, na wie gesagt, ich kann Story schon, das wird mich nicht viel überraschen, gut nicht eigentlich ist von Lo. Hell, die Saison kommt da los, hat schon eine kleine Kamera mal rum. Das geht nicht. Es liegt nicht mehr in meinen Händen, Kaisen. Ich habe nicht. Padawan, komm doch herein. Das hier ist Kaisen Fess, ein alter Freund. Er macht hier einen Jagdausflug. Eine heilige trandoschanische Tradition. Habt ihr auch Kaisen ausgebildet, Meisterin Yuan? Gut. Einigen Leuten, sogar einigen Jedi, missfällt meine Freundschaft mit Kaisen. Ich wollte, dass du ihn kennenlernst, bevor du von Gerüchten beeinflusst wirst. Zuerst einmal danke für die Sicherstellung der Hologramme. Die Jedi haben auch ohne den Verlust ihrer Geschichte in letzter Zeit schon genug verloren. Ich bin froh, dass ich helfen konnte, Meisterin. Ich konnte den gestohlenen Holoprojektor identifizieren. Er enthielt das Hologramm von Meister Rajivari. Rajivari war ein weiterer Gründer der Jedi. Er ist der dunklen Seite verfallen. Er verriet den Orden, bei dessen Erschaffung er mitgeholfen hatte. Hab schon was Schutz. Der Betrug dieses Rajivari hat den Weg für die Sith geebnet. Rajivari war unglaublich mächtig. Dieses gestohlene Hologramm könnte seine finstersten Geheimnisse beinhalten. Wir müssen es finden. Der Dieb stammt sicher aus Kalikori.
Dort haben sich illegale Twi'lek-Pilger angesiedelt. Viele von ihnen sind arm oder hungrig. Ihr sagtet, Kalikuri sei keine legale Siedlung. Ich wusste gar nicht, dass es auf Tython derartige Gesetze gibt. Die Republik gab den Twi'lek keine Erlaubnis, sich auf Tython anzusiedeln. Das wäre zu gefährlich gewesen, aber sie taten es trotzdem. Ich möchte, dass du nach Kalikuri gehst, herausfindest, wer den Holoprojektor entwendet hat und ihn sicherstellst. Aber sei vorsichtig. Die Twi'lek verstoßen gegen republikanisches Gesetz. Wir dürfen ihnen keinen uneingeschränkten Schutz anbieten. Nicht einmal, wenn die Fleischräuber angreifen. Die Beziehungen sind angespannt. Wenn die Twi'lek hier nicht ohne Hilfe überleben können, sollten sie gehen. Tython ist ihre Heimat, Padawan. Sie können sonst nirgendwo hin. Suche in Kalikuri Bashen den Käpt'n der Dorfwache auf. Er kennt dort jeden und hat vielleicht auch den Holoprojektor gesehen. Ich glaube, es ist eine gute Lektion für dich, diese Pilger zu treffen, Padawan. Sei vorsichtig. Jo, Meisterin. Manisch. Jo, dann haben wir gesehen, Titel, dann kennt ihr schon lo. Padawan nun machen. Nee, mussten sie. Wo wir uns als nächster gesehen, tat aus dann do. Missioner wird schon mich dahin erquesten und dann wünsche ich erst dann, have a nice day.